Gut, wunderbar. Also Sie haben ja gehört, es geht um alles. Es geht um die Zukunft der Demokratie, um die Zukunft des Rechtsstaats, um eine gesunde Natur. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Was können wir tun? Es freut mich ganz besonders vorzutragen, weil wir nämlich in den vergangenen Jahren häufig in Südtirol waren und über diese Fragen diskutiert haben, über die ich heute auch spreche. Und es geht um komplexe Probleme. Die Welt ist voll davon. Klimawandel, Finanz- und ökonomische Probleme, Konflikte, Kriege, Massenmigration, Terrorismus. Das alles sind Probleme, die uns plagen. Corona wurde auch genannt. Aber das eigentliche Problem, was zu lösen ist, ist der Mangel an Nachhaltigkeit. Das muss überwunden werden. Und die Frage ist, wie gehen wir das an? Und manche haben gesagt, wir müssen im Grunde genommen Big Data verwenden. Die Daten, wenn wir nur genügend über die Welt gesammelt haben, sagen uns dann schon, was zu tun ist. Fallen ja auch genügend Daten an. Ja, alleine 700.000 Google-Anfragen innerhalb von einer Minute und 500.000 Facebook-Posts. Wenn wir uns bewegen, wenn wir einkaufen gehen, addiert das auch zu diesem riesigen Datenberg und das fließt dann alles auch bei den Geheimdiensten zusammen, was uns natürlich ein bisschen auch Bauchschmerzen macht. Man hat dann gearbeitet an so einer Art digitalen Kristallkugel, an einer militärischen Voraussagemaschine, um uns im Grunde genommen zu sagen, was falsch läuft und was man tun muss. Und das funktioniert aber nicht so gut, und zwar aus dem Grund, weil die Datenmenge sehr viel schneller anwächst als die Prozessierbarkeit dieser Daten. Und noch viel schneller wächst eigentlich die Komplexität des Systems dadurch, dass wir das System immer mehr vernetzen, alle Systeme und alle Systeme untereinander. Und das hat zur Folge, dass oft nicht die gewünschten Effekte eintreten, sondern Nebenwirkungen, Feedback-Effekte, Kaskadeneffekte und so weiter und so fort. Und es gibt also diese Problematik, dass die Komplexität zusammen mit den Netzwerkeffekten und Zufallseffekten zu Unsicherheit führt. Das sehen wir dieser Tage sehr stark. Da haben wir gesehen, dass also kleine Störungen letzten Endes zu quasi globalen Auswirkungen führen können. Und wir kennen das natürlich auch von der Finanzkrise, wo Lehman Brothers pleite ging und schließlich hunderte von anderen Banken folgten, mit riesigen Kosten für das Gemeinwesen. Das Problem ist immer noch nicht überwunden. Dann sind natürlich die Netzwerke alle untereinander noch verbunden. Das macht die Welt noch verwundbarer. Und wir sehen jetzt am Beispiel der Pandemie, also Corona bzw. Covid-19, dass hier eins zum anderen kommt und letzten Endes die Gesellschaft und die Wirtschaft zum Teil zum Erliegen kommen kann. Diese Dinge müssen wir sehr viel besser verstehen und auch sehr viel besser damit umgehen können. Aber diese Vorstellung, dass man die Gesellschaft wie ein Fahrzeug steuern kann mit einem Lenkrad, datengetrieben, die ist leider falsch. Denn all diese Interaktionen im System führen dazu, dass sich kleine Störungen aufschaukeln können und dann entstehen solche Phänomene wie diese Staus aus dem Nichts. Sehen Sie hier, keiner möchte das, trotzdem passiert es.
Der Grund dafür ist die systemische Instabilität, die wir in vielen von diesen interagierenden Systemen sehen. Aus meiner Sicht brauchen wir aber einen neuen Ansatz. Diese Systeme lassen sich eben nicht zentralisiert top-down steuern, sondern wir müssen eigentlich von Kontrolle und Manipulation mehr übergehen zu Empowerment und Koordination. Und da ist es natürlich so, dass diese wunderschönen Vogelschwärme ein gutes Beispiel dafür sind, wie es eigentlich funktionieren könnte. Also durch Interaktion ein funktionierendes großes Ganzes zu erzeugen. Wir kennen das aus dem Tierreich vielfach, auch von den Ameisenhügeln. Interessanterweise ist es so, dass in einem solchen Ameisenhaufen so viele Neuronen sind wie in einem menschlichen Gehirn. Aber das ist verteilt über diese Millionen von Ameisen und auf der Basis von ganz einfachen Interaktionen entsteht hier eine komplexe Gesellschaft, die sich selber organisiert. Können wir daraus lernen? Das ist die Frage. Also können wir von der Natur lernen, von der Schwarmintelligenz? Und in der Tat ist es so, dass es dazu einige Bücher gibt über die Weisheit der Vielen. Die anderen vertreten den Standpunkt, dass wir eher das Problem mit der Madness of Crowds haben. Das heißt letzten Endes, wenn viele Leute zusammenkommen, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Und diese Diskussion ist natürlich sehr emotional. Man weiß, dass es sehr von den Umständen abhängt, was das Ergebnis von solchen sozialen Interaktionen ist. Wenn nämlich Menschen beeinflusst werden in ihrer Informationssuche und in ihrer Problemlösungskapazität, dann kommt meistens tatsächlich nichts Gutes dabei heraus. Und deswegen mussten wir diese Arbeit hier schreiben in Scientific American, weil wir nämlich heutzutage in einer Gesellschaft leben, wo eigentlich alles, was im Internet passiert, in irgendeiner Art und Weise personalisiert ist und immer stärker von unbekannten Unternehmen beeinflusst wird. Also wird die Demokratie, Big Data und die künstliche Intelligenz überleben? Das ist die große Frage. Oder können wir die Digitalisierung sogar nutzen, um die Demokratie zu stärken? Das wird mein Standpunkt sein. Und ich erinnere in dem Zusammenhang an ein Buch aus dem Jahre 1714, wo die Fabel der Bienen als Beispiel gebracht wurde, um sich zu orientieren in der Art und Weise, wie die Wirtschaft zu organisieren sei. Also könnte die Wirtschaft und die Gesellschaft so funktionieren wie ein Bienenstaat? Und wenn ja, wie müsste das funktionieren? In der Tat kann man einiges lernen, denn es gibt hier mehrere Phasen, in der Informationen gesucht und dann schließlich auch ausgewertet wird. Zunächst einmal werden Bienen ausgesandt, um Futterquellen aufzuspüren. Die kommen dann irgendwann zurück, berichten den Bienenstock darüber, was sie gefunden haben, wie reichhaltig das Futter ist, wie weit weg und in welche Richtung. Und das wird dann von den umstehenden Bienen ausgewertet und entschieden, welche Futterquelle ausgewertet wird. Und das heißt, aus dieser Beobachtung können wir mehrere Dinge lernen. Es braucht zunächst einmal eine Phase, in der unbeeinflusst Informationen eingeholt werden und unabhängig Lösungsvorschläge entwickelt werden. Dann sollte sich eine Phase des Informationsaustausches anschließen, wo berichtet wird über das, was man gefunden hat und die Ideen, wie das Problem zu lösen ist. In einer Phase 3 dann sind diese verschiedenen Lösungsvorschläge zu integrieren. Und wenn es dann mehrere integrierte Lösungsansätze gibt, wäre eben abzustimmen über die beste integrierte Lösung. Das kann uns nun inspirieren, tatsächlich, wie man die Demokratie digital upgraden kann. Und zwar im Sinne einer kollektiven Intelligenz, die man fördern kann, auch durch geeignete digitale Plattformen, die anders funktionieren als Facebook und Twitter.
Aber zunächst einmal wollen wir uns erinnern, was Demokratie eigentlich meint. Da geht es um Menschenrechte, um Menschenwürde, um Freiheit, um Selbstbestimmung, um Pluralismus, um den Schutz von Minderheiten, um Checks and Balances, um Gewaltenteilung, Partizipationsmöglichkeiten, Transparenz, Fairness, Gerechtigkeit und Legitimität und schließlich auch noch um den Schutz der Privatsphäre. Diese Dinge können wir einbauen in digitale Plattformen. Man nennt das Design for Values. Also wir können sozusagen demokratische Werte in digitale Plattformen einbauen. Das müssen wir allerdings lernen. Und die Frage ist, wie man so etwas machen kann. Also wie können wir die Demokratie im digitalen Zeitalter zum Funktionieren bringen? Am liebsten würden wir natürlich die besten Ideen von allen irgendwie miteinander vernetzen. Das ist aber gar nicht so einfach. Und wie gesagt, es ist in verschiedenen Schritten vorzugehen. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, dass wir Diversität haben von Personen, von Ideen, von Beiträgen. Wir sind heutzutage immer mehr mit komplexen Problemen konfrontiert und da ist es wichtig, dass diese Probleme von verschiedenen Perspektiven angeschaut werden. Nur dann können wir ein einigermaßen komplexes Bild, komplettes Bild von der eigentlichen Problematik bekommen. Das kann man nun fördern durch bestimmte Maßnahmen, durch bestimmte Anreize. Dafür kann man auch digitale Plattformen bauen. Und es geht dann erstmal darum, nicht zu gewinnen in einem Argumentationswettkampf, sondern eigentlich die Argumente zusammenzutragen, zu sortieren, was hängt wie zusammen und dann verschiedene Perspektiven auf das Problem herauszukristallisieren. Wenn das geschehen ist, kann man Repräsentanten dieser verschiedenen Perspektiven an einen runden Tisch einladen, dass man dann an integrierten Lösungen arbeitet. Und das funktioniert so gut, dass die integrierten Lösungen oft besser sind als die, die Experten ausarbeiten würden. Also die Diversität ist eigentlich das, was nachher zu dieser Güte der Lösung beiträgt. Es geht nicht hier ums Gewinnen, sondern es geht darum, verschiedene Ideen zu integrieren. Und unter diesen integrierten Lösungsansätzen, die also Interessen und Bedürfnisse von vielen an Bord nehmen, wäre dann, wenn es mehrere gibt, durch eine Abstimmung schließlich eine Variante auszuwählen. Da muss aber nicht unbedingt eine Mehrheitsabstimmung zugrunde gelegt werden, sondern hier kann auch gewichtet werden, wie gut oder wie schlecht die verschiedenen Lösungen für die einzelnen Beteiligten sind, sodass man eine Lösung findet, die möglichst gut für alle akzeptabel ist. Denn dann wird diese Lösung für viele Menschen, Beteiligte funktionieren und das heißt, im Laufe der Zeit werden wir alle einfach in einer besseren Wirtschaft und Gesellschaft leben. Also warum bauen wir diese digitale Demokratie jetzt nicht? Wir können aber noch einiges mehr lernen. Nobelpreisträger Elinor Ostrom hat vor einigen Jahren an dieser Frage gearbeitet. Ist es nicht möglich, kollektive Güter auch durch Selbstregulierung zu managen? Und sie hat sich mit der Tragödie der Allgemeingüter befasst, also Umweltausbeutung, Umweltverschmutzung und vieles mehr. Auch Klimawandel wird dazu gezählt. Und sie hat schließlich 8 Prinzipien gefunden, die dazu führen, dass tatsächlich dieses gemeinsame Management von kollektiven Ressourcen gut funktioniert. Problem muss gut abgegrenzt sein, es braucht Regeln, es braucht entsprechende Entscheidungsarrangements, wo sich eben alle beteiligen können. Es braucht ein Monitoring, es braucht Sanktionen, es braucht Konfliktlösungsmechanismen und so weiter und so fort. Und sie meinte, also wenn wir jetzt darauf warten, bis sich irgendwie die großen Unternehmen endlich geeinigt haben, die Staaten rund um die Welt, dann wird so viel Zeit verstreichen, dass wir wirklich in Trappel sein werden.
Stattdessen sollten wir eigentlich lokal und regional anfangen zu handeln. Und das heißt, es braucht eigentlich einen neuen Globalisierungsansatz. Glokalisierung statt Globalisierung, das heißt global denken, aber lokal und divers handeln, experimentieren, voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen. Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist mit sogenannten Städte-Olympiaden. Das sind also freundschaftliche Wettbewerbe zwischen Städten und Regionen, um die besten Lösungen zu bestimmten Fragen wie Klimawandel reduzieren, Energieeffizienz erhöhen, Resilienz und Nachhaltigkeit verbessern und so weiter und so fort. Also es gäbe viele Disziplinen und das Bemühen dieses Wettbewerbs wäre also hier die besten Mechanismen, die wir kennen, miteinander zu kombinieren. Der Wettbewerb mit der kollektiven Intelligenz, das Experimentieren mit dem intelligenten Design, all das kann also hier zur Geltung kommen und einfließen. Und dann geht's los. Ja, der Wettbewerb startet in all diesen verschiedenen Disziplinen. Die Städte und Regionen, die verschiedenen Player von der Politik über die Presse, die Wirtschaft, die Universitäten, die wären also alle beteiligt, um letzten Endes eben hier das Beste zu geben, neue Ideen zu entwickeln, Lösungen umzusetzen, bestehende Produkte auch zu kaufen und anzuwenden, das Verhalten zu verändern. Aber es geht hier nicht in erster Linie ums Gewinnen, sondern eigentlich wollen wir den Wettbewerb mit Kooperation verbinden. Und wir wollen eigentlich einen offenen Innovationsmodus finden, in dem wir von den Ideen, die wir haben, gegenseitig profitieren können. Es geht also um Open Innovation, etwas, was immer beliebter wird. Und ein Beispiel dafür ist dieses Fab Lab in Amsterdam, ein mehrere hundert Jahre altes Gebäude, was immer schon eine große Rolle in der Stadt gespielt hat. Und da gibt es unter anderem dieses Gemälde. Und zwar deshalb, weil dort auch die ersten Experimente gemacht wurden mit dem Sezieren. Das heißt, man hat hineingeschaut, wie der Mensch funktioniert. Und dieser Spirit, der herrscht auch heute noch vor, wenn nämlich hier das Fairphone entwickelt wurde, also ein umweltverträgliches Smartphone, was außerdem auseinandergebaut werden kann, wo man sehen kann, wo es funktioniert. Das kann man upgraden, das kann man reparieren. Und diese Idee hat sich jetzt um die ganze Welt verbreitet. Das heißt, es gibt diese Fab Labs und Makerspaces in Hunderten von Städten und mittlerweile auch Citizen Science, das heißt Bürgerwissenschaft, und das heißt, die Bürgerinnen und Bürger können also auch dazu beitragen, Lösungen zu finden. Das ist erstaunlicherweise oft effizienter, als das sogar mit künstlicher Intelligenz möglich ist. Sehr schönes Beispiel ist eigentlich OpenStreetMap. Das funktioniert ein bisschen so wie Wikipedia. Aber 1 Million Leute füttern dort regelmäßig Daten hinein, um wirklich eine aktuelle Weltkarte der Straßen und Wege zu haben. Und das finde ich schon ganz erstaunlich. Man kann das Ganze auch dreidimensional machen, auf diese Art und Weise ganze Städte abbilden aus den Fotos, die Touristen machen. Und dieses Prinzip lässt sich auch übertragen, um gemeinsame Gesundheitsdienste und Informationsplattformen zu bauen. GrippeNet zum Beispiel ist ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben. Oder auch ACID, das war ein Projekt, wo es um verantwortungsvolle Konsumption ging, also um umweltfreundlichen Konsum. Und hier sollten die Leute nicht manipuliert werden in ihrem Verbrauchsverhalten, sondern sie konnten sagen, was ihnen wichtig ist. Also beispielsweise, der Preis schert mich nur zu 40%. Zu 30% ist mir die Umwelt wichtig und zu 30% die Produktionsbedingungen. Und dann würde sozusagen das Smartphone die Produkte heraussuchen, die am besten zu den eigenen Präferenzen passen.
führt dazu, dass die Leute tatsächlich neue Produkte ausprobieren, dass sie ihr Verhalten verändern. Und inzwischen geht das so weit, dass manche sogar in Richtung Open Source Urbanism gehen. Das heißt, da geht es um die Mitgestaltung und Umgestaltung von Städten. Wenn Sie da mal jemanden einladen wollen, Saskia Sassen ist da eine der Vordenkerinnen. Und hier wird also dieses Prinzip von Wikipedia und Creative Commons weiterentwickelt in Richtung Open Source Hardware und sogar Open Source Architektur. Und letzten Endes kommen da gemeinschaftliche Lösungen dabei heraus. Das heißt, das Gemeinwesen wird gestärkt und gefördert. Wir bewegen uns also dahin, dass jetzt dieses Smart Cities Konzept, das am Anfang nur technologiegetrieben war, in Richtung Co-Kreation sich entwickelt und in Richtung Design for Values, das heißt wertesensitive Designs. Und ein Ansatz, der sicherlich sehr wichtig ist in dieser krisengeplagten Welt, ist, dass wir uns resilient organisieren, das heißt krisenfest werden, dass wir in der Lage sind, flexibel und adaptiv auf Herausforderungen und Überraschungen zu reagieren. Das kann man machen durch Redundanz, durch dezentrale Organisation, durch Diversität, durch digitale Assistenz und durch Solidarität. Und in der Tat hat sich jetzt ein Konzept verbreitet, das man partizipative Resilienz nennt. Da geht es um unter anderem digitale Plattformen, die den lokalen Communities helfen, sich selber in Notlagen zu helfen. Also Tools zur Selbsthilfe und zur Nachbarschaftshilfe. Und die Frage ist, wie wir das jetzt sozusagen so schnell wie möglich alles weiterentwickeln. Also können wir Masseninnovation entfesseln mit digitaler Hilfe? Und in der Tat denken viele, dass eigentlich die wenigsten Erfindungen schon gemacht wurden, dass das meiste noch vor uns liegt. Aber wie können wir diese Möglichkeiten erschließen, sodass wir diese Herausforderungen der Welt möglichst schnell bewältigen können? Und einerseits durch MOOCs, durch Massive Open Online Courses, wo man also schnell neues Wissen hinzugewinnen kann. Aber es gibt jetzt auch Augmented Reality. Das heißt, hier bekommt man eine Echtzeitanleitung, wie bestimmte Dinge zu tun sind, die man nicht gelernt hat, wo man gezeigt bekommt, wie es geht und auf diese Art und Weise auf ein semi-professionelles Level gehoben wird. Damit kann man Kreativität fördern, man kann aber auch Projekte organisatorisch unterstützen, sodass wir also gemeinsam Dinge zustande bekommen, die früher nicht denkbar gewesen wären. Man spricht da zum Teil von Social Computing, das heißt die Software, die lenkt und leitet uns in diesen Herausforderungen, unterstützt uns bei der Organisation, beim Management, bei der Rekrutierung von Menschen, von Geld, Ressourcenmanagement und so weiter und so fort, sodass wir unsere Ideen leicht in Projekte und in Lösungen umwandeln können. Die USA sind sogar so weit gegangen, dass sie eine Nation of Makers werden wollten. Und eigentlich wollen wir eine World of Makers. Da müssen wir eigentlich hinkommen. In der Tat gab es jetzt schon ein Make Cities Festival in Berlin. Nun stellen Sie sich vor, dass das jetzt alle Städte und Regionen der Welt parallel machen. Dann kommen wir nämlich genau zu diesen Städte-Olympiaden. Wir hatten das im Kleinen schon mal ausprobiert, nannte sich Climate City Cup, Let's Win Together. Und da gab es verschiedene Disziplinen, das Mobilitätsverhalten zu verändern, Energiesparlösungen umzusetzen und so weiter und so fort. Haben uns auch an Hack for Climate befasst, aber nicht nur das, sondern wir haben sogar Hardware-Lösungen entwickelt, insbesondere Luftqualitätssensoren, mit denen man also messen kann, wie die Luft in der Stadt so ist, um herauszufinden, welche Routen man zum Beispiel mit dem Fahrrad nehmen sollte. Und hiermit kann man also direkt
mit einer entsprechenden App Messungen machen in verschiedenen Städten rund um die Welt, wo man diese Hardware zum Einsatz bringen kann. Und damit sieht man schon, ja, wir können eigentlich schon eine ganze Menge machen, indem wir mehr und mehr auch Bürgerinnen und Bürger und verschiedene Gesellschaftsgruppen stärker beteiligen an diesem Wandel, der jetzt vor uns liegt, dem digitalen Wandel, aber auch dem Nachhaltigkeitswandel. Und das würde uns wegbringen von diesem Monopoly-Kapitalismus, wie wir ihn heute haben, hin zu, was man Soziopolis nennen könnte. Also einer neuen, kooperativeren Form des Wettbewerbs und des Miteinanders. Das heißt, die Erfolgsprinzipien der Zukunft in einer komplexen Welt werden sein Co-Learning, Co-Kreation, Koordination, Kooperation und Co-Evolution. Wir leben in einer Welt, die jetzt immer stärker vernetzt ist, und das macht einen riesigen Unterschied. Dadurch spielen nicht mehr die Komponenten des Netzwerks die Hauptrolle und ihre Eigenschaften, sondern die Interaktionen können alles verändern, zum Guten wie zum Schlechten. Und wir müssen das lernen, wie wir es zum Guten verwenden können. Indem wir kombinatorische Innovation für uns nutzen, indem wir kollektive Intelligenz unterstützen und indem wir multidimensionales Feedback ermöglichen. Darüber werde ich morgen erzählen. Auf diese Art und Weise werden wir die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Natur verbessern und stärken können. Warum machen wir das nicht einfach? Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Professor Helbing, für, man kann es gar nicht Ausführungen nennen, sondern für diesen für diese Steilvorlage, auch für die Konferenz heute und nicht zuletzt auch morgen. Sie haben unglaublich viele Stichworte gebracht, aber ich denke, es ist Ihnen sehr gut gelungen, auch diese verschiedenen Konzepte und Ideen und Ansätze in einen Verbund zu bringen, in eine Kombination zu bringen, in eine Konfiguration, die am Ende für Sie dann auch sozusagen dieser Vorschlag für eine kooperative Reform des Wettbewerbs war und ist. Genau. Co-Learning, Co-Creation, Co-Evolution und Co-Orchestration, glaube ich. Kollektive Intelligenz. Und die eben. Demokratie ist in diesem Sinne eigentlich eine kollektive Intelligenz. Das wollten Sie uns aufzeigen. Damit wollen Sie auch am Ende sagen, dass wenn es uns gelingt, diese kollektive Intelligenz zu organisieren, mittels digitaler Plattformen beispielsweise zu organisieren, dann müssen wir uns auch um Demokratie keine Sorgen machen. Ist das so? Ich bin überzeugt, dass das ein leistungsfähigeres System wäre, als was man mit diesem Social Credit Score machen kann, was ja letzten Endes etwas ist, was alles abweichende Verhalten bestraft. Aber wir müssen uns tatsächlich daran erinnern, dass Innovation eigentlich immer das Bestehende in Frage stellt. Und das wollen wir eigentlich nicht bestrafen, sondern das wollen wir belohnen. Wir wollen eigentlich die Innovationsfähigkeit der Beteiligten unterstützen. Und wir wollen dafür sorgen, dass die besten Ideen tatsächlich auch eine Chance haben, wahrgenommen und umgesetzt zu werden und das gemeinsam auf den Weg bringen. Und für all diese Dinge kann man digitale Technologien nutzen. Man muss aber eben lernen, umzudenken. Wir sind heutzutage eben sehr noch fokussiert auf das Individuum, das Auto, die Firma, während aber eben die Interaktionen, die Netzwerkeffekte immer stärker werden. Die sehen wir oft nicht und deswegen übersehen wir sie auch leicht, aber wir müssen hier quasi umdenken. Und das ist ein bisschen so ähnlich wie diese galileische Transformation, wo man quasi vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild übergegangen ist. Also es braucht ein neues Denken, einen neuen Zeitgeist. Und ich glaube, dass der sich ankündigt. Und das muss ich aber auch niederschlagen in unseren Plattformen und wie die funktionieren.
und wie wir Politik und Gesellschaft organisieren und auch die Wirtschaft. Sie sprachen zu Beginn Ihres Vortrags über sozusagen dieses Collect, Share und Integrate. Ja? Oder anders formuliert ja auch dieses Independent Exploration, Information Exchange, Integration und dann kommen wir zu einem Demokratieprinzip gewissermaßen, dem Vote, ja, dem Voting System. Die Frage der Entscheidungen, die Art und Weise der Entscheidung ist ja doch auch ein Aspekt, den Sie in Ihren Ausführungen eingebracht haben, Stichwort Mehrheitsentscheidung oder eine gewichtete Entscheidung. Könnten Sie dazu vielleicht noch etwas sagen? Das war hochinteressant. Ja. Also wir haben heutzutage natürlich in vielen Orten Mehrheitsentscheidungen. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Mehrheit die Minderheiten unterbuttern. Und das ist aber nicht sinnvoll in einer komplexen Welt, wo die Minderheiten tatsächlich dazu beitragen können, bessere Lösungen auch zustande zu bekommen. Lösungen, die für mehr Menschen funktionieren, die also gewisserweise Rücksicht nehmen, aber dadurch eben auch mehr Potenzial haben, dass jeder die Talente, das Wissen, das Engagement auch zur Entfaltung bringen kann. Und davon profitiert am Ende die Gesellschaft. Man kann das also fördern durch neue Entscheidungsmechanismen, wo dann nicht jeder nur Ja oder Nein sagen würde, sondern sagen würde, dieser Lösung gebe ich 5 Punkte und jener Lösung gebe ich 7 Punkte und jener 8 und so weiter. Oder das tut mir so weh, like -4, das tut mir, die andere Lösung tut mir so sehr weh, like -7 und so weiter. Und das macht dann jeder und auf diese Art und Weise kann man dann Lösungen finden, die quasi die Schmerzen minimiert von dem Kompromiss oder der sozusagen den Nutzen für alle maximiert. Einfach dadurch, dass man eben sehr viel differenzierter auswertet, wie die Effekte auf die Beteiligten sind. Gerade wenn man also Zielkonflikte hat, wie das ja oft der Fall ist, ist eigentlich ein solches Wahlverfahren sehr viel erfolgsversprechender, dass das zu mehr Zufriedenheit und besseren Lösungen führt. Super. Herr Helwig, eine letzte Frage von meiner Seite. Dann würde ich gerne noch einmal auch andere Fragen noch zulassen. Wir haben noch etwas Zeit. Sie haben einen sehr geschärften Blick für globale Entwicklungen. Und Sie haben in diesem Zusammenhang die Glokalisierung genannt und dieses Experimentieren ins Spiel gebracht. Ich habe das in meinen Einführungen auch zumindest indirekt getan. Noch einmal mit diesem Verweis auf China. Wir haben unterschiedliche Kapitalismen, sage ich jetzt, die gewissermaßen aufeinander zulaufen. Ja? Und USA-China mag vielleicht auch ein Stück weit ein Kräftemessen an der Schnittstelle sein. Einerseits ich sage jetzt in Anlehnung an andere Autoren, Politikwissenschaft hat da ja auch viel getan schon, einerseits den politischen Kapitalismus der Chinesen und zum anderen den Kapitalismus westlicher Prägung in Europa oder USA, schwerpunktmäßig, sage ich jetzt mal. Unser Demokratieverständnis ist ganz klar in Verbindung mit Kapitalismus, mit dem westlichen Kapitalismus zu bringen. Die Chinesen haben das in der Form nicht. Die Chinesen kommen mit ihrer Wirtschaftskraft gewissermaßen, laufen da auf uns zu. Jetzt unabhängig von der Frage, welche Rolle dabei Europa spielen muss, geht es ja auch um die Frage, was diese Kapitalismen sind ja ganz stark auch zunehmend von dieser Digitalisierung eben beeinflusst. Was passiert da? Was passiert an der Stelle? Die Digitalisierung hat für die Chinesen ja auch eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Und bei uns ist das zunehmend auch der Fall. Ich sage jetzt einmal, die Smart City nach chinesischer Lesart ist möglicherweise nicht die Smart City nach der Lesart im Kontext eines Kapitalismus westlicher Prägung. Oder doch? Die Frage, wie sehen Sie diese Kapitalismen, die da aufeinander zulaufen, was wird das mit Demokratieverständnissen der Zukunft tun? Also in der Tat ist es so,
dass dieses chinesische System digital weit fortgeschritten ist. Da werden unglaubliche Datenmengen gesammelt und zentral prozessiert, aber es ist auch so eine Art technologischer Totalitarismus, der das Leben und das Verhalten und auch das Denken der Einzelnen zu steuern versucht und damit natürlich letzten Endes wenig Freiheiten für Kreativität und Innovation und Engagement lässt. Es war zu spüren, dass dieses System quasi auch für westliche Länder in Betracht gezogen wurde. Und ich glaube, dass es hier noch schlechter funktionieren wird als in China, weil es eben nicht kompatibel ist mit unserer Kultur. Wir hätten eigentlich in den letzten 20 Jahren schon die Demokratie und auch den Kapitalismus digital upgraden müssen, im Sinne eben der kollektiven Intelligenz. Es ist eben lange Zeit nichts passiert, auch E-Government-Initiativen sind lange liegen geblieben. Und da hat die Politik also geschlafen, muss man sagen. Man dachte, man lädt sich dann quasi den chinesischen Algorithmus runter und wendet dann das auf die Big Data an, die es hier gibt. Und dann haben wir schon eine Lösung für die Welt. Aber ich glaube, das ist ein großer Irrtum, sondern man kann sehr viel bessere Lösungen finden und auch im Sinne einer höheren Tragfähigkeit, wenn wir eben mehr Kreativität, mehr Innovation, mehr Initiative, mehr Engagement, mehr zivilgesellschaftliche Beteiligung zulassen. Und daran müssen wir arbeiten. Also wir können nicht einfach mit veralteten Institutionen jetzt den Wettbewerb mit China antreten, sondern wir müssen diese Technologien nutzen, um unser System weiterzudenken und weiterzuentwickeln. Und dann bin ich mir sicher, dass es auch konkurrenzfähig sein wird, so wie das auch in Taiwan der Fall ist. Ja? Taiwan hat ja eine digitale Demokratie, sehr stark transparent und beteiligungsbasiert und ist wirtschaftlich und politisch konkurrenzfähig mit dem, was wir als chinesisches System bezeichnen, mit dem Social Credit Score. Also der Wettbewerb der Systeme ist also keinesfalls am Ende. Aber ich glaube, was wir finden müssen, ist ein System, was also nicht nur auf Wettbewerb und Wettkampf ausgerichtet ist, sondern was eben tatsächlich auf gegenseitige Befruchtung eigentlich angelegt ist, so dass die Welt von dem Erfindungsreichtum in China genauso wie in den USA und in Europa profitieren kann, dass wir also all das Beste vom Besten sozusagen zusammenbringen können und uns gegenseitig helfen in dieser schweren Situation, in der die Welt steckt. Wunderbar, danke, Herr Helbing. Im Chat war vorhin eine Frage, die bezog sich, die war sehr Südtirol-spezifisch angelegt, ist aber für Südtirol sicher wichtig, nämlich wie auch der Umgang mit Minderheiten zu passieren hat. Und in Südtirol-spezifische Situation, dass wir neben den Sprachgruppen natürlich auch zunehmend neue Minderheiten, New Minorities im Lande haben. Und die Frage, wie man sie einbindet in genau diesen Diskurs. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass Sie in den Ausführungen, als es darum ging, Demokratie zu definieren, ja auch den Schutz von Minderheiten angesprochen haben. Aber gerade durch die großen Migrationsbewegungen, nicht zuletzt in Europa, auch neue Minderheiten entstehen und neue Netzwerke entstehen und ich sage mal auch neue Kreativität entsteht. Ja, also ich denke, dass es nicht nützlich ist, Minderheiten unterzubuttern, sondern eigentlich sollten wir uns die Frage stellen, was können sie eigentlich dazu beitragen, dass wir zum Beispiel diese komplexe Welt, in der wir uns befinden, besser verstehen. Und da braucht es verschiedene Blickweisen, verschiedene Perspektiven, die man auch diese Probleme haben muss. Und deswegen kann da Diversität helfen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir natürlich in den wissenschaftlichen Umgebungen, also an Universitäten, in Forschungsteams ohnehin schon seit vielen Jahren sehr divers sind. Das heißt, da
gibt es Leute aus allen Weltregionen und auch zunehmend aus verschiedenen Disziplinen, die hier zusammenarbeiten. Und das funktioniert in dem Moment besonders gut, wo da irgendwie nicht eine Gruppe überwiegt und dann den anderen ihren Willen aufzwingt, sondern wenn es da ein Gleichgewicht der Kräfte gibt, dann nimmt man Rücksicht aufeinander und lernt voneinander. Und das funktioniert erstaunlich gut und friedlich, konstruktiv, kreativ, inspirierend. Also wir können das lernen, es braucht aber eben eine Umgewöhnung, es braucht vor allem gegenseitigen Respekt.